Gummiband, Gummiball, ne, 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 ne. Keine Ahnung, wie das nochmal ging. Super, den war super lang haltbar. Oder so. Haha. Oh, wie sieht denn das aus? Okay, es ist alles verdeckt. Okay. Schade. Hey, oh, was? Schade. Kennst du Overwatch? Ja. Ah! Mann! Okay, ich muss da anders lang. Warum auch jemand da die ganze Zeit Tomatensalat schreibt? Mit Großbuchstaben drin. Buchstabensalat! Tomatensalat! Oh Gott. Hui! Aber da komme ich nicht hoch. Also muss ich hier irgendwie. Ah, ich muss wahrscheinlich da unten durch. Das ist echt fies. Ja. Das ist unser neues Lied in Musik. Ja! Salat. Tomaten. Tomatensalat. Nein, keine Ahnung. Ach ja, übrigens, das Spiel ist ja ab 6, ne? Ja. Yeah. Und bei der Bekleidung verstehe ich das auch voll und ganz. Ja, geklappt. Ja. Okay, und hier lang. Und tschüss. Oh nein, noch mehr davon. Okay, gut. Das ist doof, ey. Oh, ich will. Nein. Ich mach langsam. Ja, mach. So, jetzt. Hua! Oho. Hua. Pass auf nicht, dass da jemand ist. Okay, gut. Nein, hier ist niemand. Ach, dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh. So, wie geht's denn weiter? Da gibt's was. Ein Schlüssel. Ich will keinen Schlüssel. Ich will meine Gegenstände. Und ich will dieses Outfit behalten. Kann ich das Outfit behalten? Das ganze Spiel über? Oh. Bitte nicht. Oh. Ja, übertreibt auch sofort. Das soll gehen? Ah, mit dem Hut. Nee, du hast ja keinen Hut mehr. Ich habe keinen Hut, aber. Ah, Moment! Ich kann da. Ich kann in den Schatten. Cool. Das ist echt nicht schlecht gemacht, finde ich. Oh Gott, das ist fies, ey. Puh. Tralalalala. Und tschüss. Ah, war ja. Aber ich mag diese Minispiele nicht, wo man immer so eine kleinen Sachen. Abschnitte. Ja. Ein Minigame. Ein Minigame. Ein Minigame? Oh, Gegner! Endlich! Okay, da geht's. Also besiegbare Gegner. Ja, immerhin. Und nicht unbesiegbare Gegner, die dir sofort den Finger auf dich zeigen, wenn sie dich finden. So wie Phoenix Wright oder Leighton. Ein Schuh. Zwei Spruch. Drei Spruch. Vier Schuh. Okay, nein, aber wo muss ich hin? Tschuh. Ah. Ich find's immer noch so brutal, dass sie einfach explodieren. Ja. Das sind Selbstmordattentäter. Oh. Ja, das war fies. Ja. Aber das ist quasi so, als würde jeder bei der Geburt ein Dynamit irgendwie aufgebaut haben im Körper und wenn man stirbt, geht das Dynamit an und das war einmal. Ja. Ah, nein! Das gibt's doch nicht! Geht weg, TNT. Ihr hebe Einschepperuch. Ja, Einschepperuch. Das musste ich nicht mal lesen und wusstest. Okay. Oh, nee, ich dachte immer nur einfach, was will die sagen und dann denke ich mir so, ach ja, es war Irving, dann muss ich mit dem Akzent da reden. Beziehungsweise lesen. Was ist das? Ah! Ich hoffe, das sind Himbeeren oder sowas und nicht etwas anderes. Was sind Himbeeren? Das Rosane. Das Rosane, das sieht aus wie einfach bloß Seide. Hm.
Oder was meinst du? Oder irgendein sieht ganz komisch aus. Wie so eine Fenster, was man vor Fenster macht. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Vorhang? Vorhang. Wow, ich war für einmal besser als du im Deutschen. Na toll. Riesig was passiert, wenn ich... Aua! Oh, okay. Da! Ah! Blup. Ah! Hä? Oh. Und was hat mir das jetzt gemacht? Ah, wenn du zurückkommen willst. Ah! Will ich aber gar nicht! Wahrscheinlich ist es unten eine Sackgasse, deswegen. Ja. Das wäre möglich, ja. Dass dann da erstmal meine Sachen sind und mit denen komme ich dann wieder weiter. Oder ein Schlüssel, oh. Oder? Ja, ein Schlüssel. Da. Ganz genau, Jean ist ja meine große Schwester. Ich habe den gleichen Schipperach-Fehler. Nur in noch schlimmer. Die Hardcore-Erlingten. Die Erling-Familie. Die Ellie-Family. Die Early-Family. Early-Family. Die frühe Familie. Ja. Okay, also, ich gehe jetzt einfach mal hier runter, weil... Durchwaschen! Ja! Aber wenigstens war ich da schon mal richtig. Ich habe da einen Schlüssel geholt. Das muss gut gewesen sein. Ja, wird schon richtig sein. Ja, das ist richtig, Günther. Olaf. Oh. Okay, ich kann da durch. Was passiert mit dem? Okay, der tut nichts. Prinzessin! Prinzessin! Oh. Ah, cool! Und jetzt? Ah, da ist ein. Ein solches! Ja, die bin ich. Ich bin ein Hardcore-Erlington. Oh, kann ich da mein. Ah, nein, ich hab keine Lampe zum Einsaugen. Ich hab das Ding nicht mit. Okay, und wenn ich hier unten lang gehe? Das ist ein kompletter Labor. Oh, da kann ich speichern. Aber ich will noch. Aber wie schaut der bitte aus? Er hat irgendwie so ein Pyjama-Kostüm an. Und mit langen alter... Ärmeln. Soll das ein Krokodil oder ein Drache darstellen? Einen alten Mann, würde ich sagen. Ja, der Kostüm. Also, oh. Ah! Wenn ich den anspreche, dann werde ich zurückgebracht. Aber jetzt wär's das. Ha, war ja klar. Die machen das nicht mal zu. Okay, hier habe ich zwei Türen, die ich aufmachen kann. Und da ist noch eine dritte, also muss ich noch einen dritten Schlüssel finden. Ich weiß natürlich, dass ich diesen dritten Schlüssel wahrscheinlich noch... Hä? Hier kann ich nicht dran hoch, okay. Nein, dass ich diesen dritten Schlüssel an sich in der anderen Tür noch finde, die ich da... gesehen habe. Und schwupp. Und ich wette, da sind einfach nur drei Gegenstände drin. Meine Lampe, meine... Piratenhut und Pistole. Genau. Spiel ab 6, die kompletten Layton-Serie. Nicht alle Layton-Teile, manche sind ab 12. Diese Passage, Phoenix Wright, April May. Okay. Professor Layton vs. Isseton, das gigantomanische Feuer. Da war ich schon. Ja, aber, also Layton vs. Ace Attorney hat genug... Ja, also Layton vs. Ace Attorney hat mehrere Stellen, die man als grenzwertig bezeichnen könnte. Ja, das stimmt. Selbstmord zum Beispiel und so ein Kram. Ah, okay. Jetzt drehen sie um. Lasst mich in Frieden, tralalalala. Und jetzt wirst du da unten so eins sein. Ha! Da komme ich nicht hin! Da muss ich erst an ihm vorbei, oder wie? Hä? Wie soll denn das gehen? Dazwischen ist ja eine Kette. Aber. Siehst du über dir? Meinst du, ich schaff das da? Nein, nicht da! What the? Ich hab die andere gemeint, aber okay! Oh. Ich hab das halt mal im Hard Mode gespielt. Ich hab die andere gar nicht gesehen. Ich wollte dir sie beschreiben und gesagt einfach so, oha! Stark. Echt stark. Tja, ich kann halt. Du kannst echt. Mein Gott. Deswegen spiele ich sowas ja eigentlich auch lieber als so Sachen wie Layton und Ace Attorney. Davon mal abgesehen, das guckt nur keiner zu. Dabei, wenn ich das hier spiele. Und hepp. Erlington. Oha, cool.
ist halt ein Pro-Gamer, ne? Könnte man ja. sowas sagen, sind Japaner. Ja. Hab schon überlegt, ob ich mal vielleicht irgendein Pro-Gamer-Spiel anfange. Oder mal spielen sollte und das aufnehmen sollte. Ich weiß nicht, ich liebäugel ja mit einem Spiel, mit Overwatch. Ich habe nur Beispiele genannt, Mist. Jetzt habe ich diesen Schöpferado-Fehler auch. Ja. Leute! Nein, bitte. Nicht jeder darf den haben. Oder so. Bitte hört auf! Ich muss doch, du musst lesen. Das alles lesen, genau! Du musst das lesen! Ich hab dich manipuliert. Oh Gott, was ist denn hier jetzt? Ist das doof? Aua! Mein Fuß! Ja, aua, mein Fuß! Es hat sich an einer Maus gebrochen. Ich muss die Mäuse wegmachen. Headshot! Piu! Voll ins Knie! Wer ist die denn? Das ist die echte. Und was zum? Das ist wahrscheinlich die Böse. Also, nee, das ist doch Rotty Tops. Okay, machen wir erstmal das hier auf und gucken. Was geht hier? Was ist denn mit dir? Rotty Tops. Aber ich habe dich auf der Spinnennetzinsel gelassen. Achso, ja, hast du die überhaupt schon mal gesprochen? Ich eigentlich glaube schon. Ja, dann mach mal. Ich weiß auch nicht mehr wie. Ich glaube, bei der hatte ich ja Schwierigkeiten. Ja, weil du die irgendwie... Ich weiß nicht, sie ist doch euphorisch, aber du wolltest sie so untot sprechen. Was irgendwie nicht zum Gesichtsausdruck gepasst hätte. Ich wollte nicht den ganzen Spaß verpassen. Ja. Da bin ich dir gefolgt. Hey, sie hat in ihrer Krone einen Dragoran. Haben wir auch. Wir haben ja auch eins. Ah. Ja. Guck, wir haben passende Kostüme. Oh ja. Jetzt sind wir zusammen Prinzessin. Guck mal, siehst du? Oh, Rotty. Wir müssen hier raus, schnell. Wir werden geopfert. Okay, manipuliert. Manipuliert? Ich könnte meine Schöpferare-Fehler auch selbst vorlesen, aber naja, ich kann es dann nur für mich lesen. Ach. Aber ich behalte das Outfit. Ich bin eine Tosse. Ja. Ja. Okay, dann gucken wir uns doch mal an, wen wir noch so alles retten können. Ja. Retti-Tops. So, hier oben gibt's noch eine Tür. Und wir haben ja drei Schlüssel, also... Sesam, öffne dich. Och, wer ist die denn? Risky? Was? Da. Risky, bist du das? Wer sonst? Ich habe nach dir gesucht, aber statt dir diesen Ort gefunden. Diese Dummköpfen hielten mich für so eine blöde Prinzessin und haben mich hier eingesperrt. Tito. Wenn ich dir in die Finger kriege, verarbeite ich sie zu Fischmehl. Wir verlieren Zeit, lass uns abhauen. Ja, auf. Wieso ist Risky hier? Sie war doch beim Schiff. Naja, sie hat nach ihr gesucht. Ist doch ganz logisch. Okay, nächster Schlüssel und wer ist dann Nummer 3? Das ist die echte Prinzessin, oder? Ach nee, Sky. Sky? Dich haben sie auch gefangen. Was machst du hier? Ich bin hergeflogen, um ein Heilmittel für Joe zu finden. Was ist deine Ausrede? Ich bin hier mit, Okay, sag es mir eben nicht. Lass uns einfach einen Weg aus dem Irrenhaus finden. Ich zieh dir was an, verdammt nochmal. Und zieh dir was an. Wie soll ich denn in den Schuhen laufen? Tap, 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 tap. So! Genau so, nicht anders. Ja, man kann in denen ja anscheinend sogar sprinten. Wusch. Ja, aber jetzt habe ich die Dinger aufgemacht und nu? Gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt wieder rausgehe? Wahrscheinlich hatten sie alle so einen Treffpunkt zusammen, oder? Hm. Ich denke mal, die werden jetzt alle hier sein. Nein. Oder soll ich mal drüber springen und gucken, ob nichts passiert? Ah, Mist. Okay, dann
Naja, gut, passiert ja nichts mehr. Ist ja alles offen. So, sind die hier unten? Nein, auch nicht. Hä? Wo sollen die denn dann hin sein? Hm. Ich meine, so rum kommt man ja nicht mehr raus, aber ist das merkwürdig. Ich gehe mal wieder hier rein. Vor allem, wo kam ich denn eigentlich hin, wenn... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier kann ich rein. Oh Gott, oh Gott, oh Göttchen. Chips. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Das ist ja alles manipuliert. Ich hab versucht, den Papagei zu sprechen. Ach so. Oh je, Mini. Ja, genau. Stimmt, ich das hoffe, ist die Kette. Diesmal beachtest du dieses.